Jeder kennt und liebt das Spiel Air Hockey, aber es wurde noch nie mit einem Ball gespielt. Es spielen zwei Teams mit jeweils zwei Bällen gegeneinander. Spieler in dieser Altersgruppe sind schon dazu in der Lage, hohe Ziele zu treffen. Daher kann man ihre Ballberührungen limitieren, damit sie nur mit wenigen Berührungen schon das Ziel treffen. Im Fußball sind schnelle Entscheidungsprozesse und schnelles Weiterspielen ein Schlüssel zum Erfolg.